Ja, unseren letzten Vortrag, bevor mein Kollege Hubert Neumann mit Linus Meyer hier live im Studio spricht, hält Miroslav Dvorak, Produktmanager bei der Leica Geosystems AG. Er erläutert neue Aufmaßlösungen für digitale Arbeitsabläufe im Handwerk. Mit den Aufmaßsystemen von Leica Geosystems versprechen sie dem Tischler und Schreinern mehr Effizienz, einfach weil er seine Arbeitsabläufe digitalisiert. Angefangen von einfachen Distanzmessungen bis hin zur Erfassung von 3D-Produktpunktkoordinaten. Die gemessenen Daten können einfach exportiert und in der bevorzugten CAD-Software weiterverarbeitet werden. Dieses Vorgehen soll Fehler minimieren und noch genauere Ergebnisse erzielen. Herr Dvorak, herzlich willkommen. Ich übergebe das Wort an Sie. Ja, vielen Dank für das Wort. Ich werde meinen Bildschirm teilen. Hoffentlich wird alles klappen. Mein Name ist Miroslav Dvořák. Ich komme aus Tschechien und ich arbeite seit einiger Zeit bei der Firma Leica Geosystems. Ich glaube, dass die Mehrheit von euch also kennt diese Firma. Für die, die unsere Firma nicht kennen, dann ich mache eine schnelle Vorstellung. Dann, also Leica Geosystems ist ein Schweizer Unternehmen und wir sind ein Teil des schwedischen technologischen Konzerns Hexagon. Und wir haben den Sitz in der Schweiz, im Kanton St. Gallen. Und wir entwickeln und produzieren verschiedene Instrumente für die Bauvermessung, zum Beispiel die Distanzmessgeräte, Laserscanners oder auch die Produkte für Geodäsie. Das heißt zum Beispiel Totalstationen. Ich bin als Product Manager zuständig für die Pisto-Geräte. Das sind unsere Handelsmarke für die Laserdistanzgeräte und auch für die Software-Solutions bzw. für die Software-Lösungen. Also Pisto oder die Distanzmessgeräte haben bei uns eine schon lange Tradition. Das erste Disto wurde vor mehr als 30 Jahren auf den Markt gebracht und seitdem haben wir viele Geräte vorgestellt, auch mit den revolutionären Technologien wie zum Beispiel Point-to-Point und anderen. So sieht unser Portfolio heute aus. Wir haben die Geräte wie zum Beispiel Disto D1, das ist unser Einstiegsgerät, bis zum so High-End-Geräte wie zum Beispiel X6 oder D5. Diese zwei Geräte, D5 X6, haben wir vor 3 Monaten auf den Markt gebracht. Also sie verfügen über die neuesten Technologien und ich werde auch später über diesen Produkten etwas sprechen. Und dann hier ist eine Baustelle und hier kommt natürlich die Frage, für welche Anwendungen man eigentlich ein Distanzmessgerät bräuchte. Natürlich auf der Baustelle müssen wir verschiedene Distanzen messen. Es geht nicht nur um die einfache Distanzen, sondern auch über die Volumen, Flächen. Und manchmal brauchen wir auch zum Beispiel die Neigung des Dachs zu messen oder wir haben manchmal auch keinen direkten Zugang zum Gebäude oder zu einem Grundstück. Deshalb wir müssen auch diese indirekten, sogenannten indirekten Messungen durchführen. Und dafür ist ein Disto natürlich vorgesehen. Und auf der Baustelle, man hat natürlich viele Herausforderungen beim Messen. Zum Beispiel, es ist nicht möglich, einfach eine Hilfe bei sich zu haben. Oder wir haben keine Leiter oder manche Distanzen können wir einfach nicht messen. Und ich muss mich versichern, dass es keine Fehler in der Dokumentation sind. Oder ich brauche auch die Dateien zu der Verarbeitung in einem CAD-Programm. Alle diese kann mit einem Disto relativ einfach gemacht werden. Und hier kommt die Frage, wie funktioniert ein Laser-Distance-Messer? Es ist ganz einfach, das Gerät misst die Distanz zwischen dem Gerät und einem beliebigen Punkt.
Die Vorteile sind natürlich klar, die Genauigkeit ist sehr hoch, also bis zu 1 Millimeter. Es gibt keine Fehler durch zum Beispiel Abrollen eines Maßbandes und so weiter. Und natürlich die Messungen sind viel, viel einfacher, wenn wir über die Distanzen über 15 Meter sprechen. Natürlich, manchmal passiert, dass wir zum Beispiel eine Distanz nicht direkt messen können. In diesem Beispiel, wir möchten eine Distanz messen. Leider gibt es einen Baum, einen Zaun oder einen starken Verkehr und wir können die Distanz einfach nicht direkt messen. Was ist natürlich möglich? Dies ist natürlich möglich zu messen. Wenn das Messgerät den sogenannten Neigungssensor hat, dann es ist möglich, diese Distanz indirekt messen. Wir haben dafür eine Funktion, die heißt Smart Horizontal Mode und mit dieser Funktion kann man auch diese indirekten Messungen durchführen. Wenn man diese Funktion verwendet, dann bekommt man 4 Werte. Ein erster Wert ist einfach die direkte gemessene Distanz. Dann bekommt man auch den Winkel und der Höhenunterschied zwischen der Position vom Disto und auch dem gemessenen Punkt. Und was ist die wichtigste daran, ist die horizontale Distanz. Die Vorteile dafür sind schon klar. Also wenn wir über einen Hindernis messen müssen, ist dies die einzige Möglichkeit, wie dies also durchzuführen. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir einen Raum messen möchten, denn der ist 10 Meter lang. Dann wir könnten diese Funktion auch verwenden, um sich zu versichern, dass wir eine absolute horizontale Distanz messen. Das heißt, wir verwenden diese Funktion und egal in welchem Winkel das Disto positioniert ist, wir bekommen immer die absolute horizontale Distanz. Jetzt kommt auch die Anwendung im Außenbereich in die Frage. Wenn ich zum Beispiel über 5 oder 10 Meter messen will im Innenbereich oder draußen, wenn es bewölkt ist. Das ist gar kein Problem. Man kann den Laserpunkt ganz klar sehen. Aber wenn wir draußen messen möchten, über 30, 50, 100 Meter und dazu noch die Sonnenschein, dann man kann den Laserpunkt nicht mehr so klar sehen. Dafür sind unsere Geräte mit einer Kamera ausgestattet, mit einem sogenannten Zielsucher. Diese Kamera und der Zielsucher sorgt dafür, dass man auch die Distanzen über 100, 200 Meter sehen kann. Und die Kamera verfügt auch über einen vierfachen Zoom. Das heißt, wir können sehr genau zielen, anzielen auch an die Zielen über 200 Meter. Und ich habe schon erwähnt, ein Thema der indirekten Messung. Das heißt zum Beispiel in diesem Beispiel, wir haben hier dieses Gebäude und wir möchten die Breite des Gebäudes messen. Normalerweise müssten wir eine Leiter haben, wir müssen steigen und eine Zielplatte befestigen und dann gehen auf die andere Seite und diese Distanz einfach so direkt messen. Mit einer Point-to-Point-Technologie oder Punkt-zu-Punkt haben wir die Möglichkeit, diese Distanz, diese Breite einfach aus der Ferne zu messen. Das heißt, wir messen den ersten Punkt, dann wir messen den zweiten Punkt und wir bekommen einfach diese Distanz, also ganz, ganz einfach und ganz schnell. Also die Vorteile sind auch klar, diese Messungen von Breiten oder Diagonalen sind viel schneller, als wenn man diese Messungen einfach direkt messen würde. Dann, wenn wir zum Beispiel nicht nur die Breite messen möchten, sondern auch zum Beispiel die Neigung oder auch, wir möchten auch einen vertikalen Höhenunterschied bekommen, dann kann man das Gerät nivellieren.
Und mit solchem nivellierten Gerät erhält man 4 Messwerte. Sagen wir, dass wir möchten die Neigung dieses Dachs messen und auch zum Beispiel der Höhenunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt. Dann das Verfahren ist das gleiche wie vorher. Wir messen den ersten und den zweiten Punkt und wir bekommen diese 4 Werte. Der erste Wert, das ist die direkte gemessene Distanz. Dann wir haben auch den Winkel, den Höhenunterschied und auch die horizontale Distanz. Also die Vorteile von dieser Technologie sind genauso gleich wie bei einer normalen Point-to-Point-Messung. Hier haben wir auch aber die Möglichkeit, die 3D-Daten zu erfassen. Ja, davon werde ich noch ein bisschen später reden im größeren Detail. Hier gibt es eine Funktion, die wir mit den neuen Geräten vorgestellt haben. Sagen wir, hier haben wir ein Beispiel, dass wir haben eine Baustelle, das Haus wurde schon gebaut und wir haben hier einen Deckel. Natürlich in 2, 3 Jahren oder 5 Jahren wird dieser Deckel nicht mehr sichtbar. Zum Beispiel ein Gras wird darauf gelegt oder es wird ein Bürgersteig sein, also was auch immer. Und dann möchten wir auch in 5 Jahren wissen, wo wir diesen Deckel haben. Mit der Point-to-Line-Funktion ist dies ganz einfach. Wir brauchen nur 3 Messungen, um diesen Wert zu bekommen. Zuerst messen wir die sogenannten Referenzlinie. Die Referenzlinie ist meistens eine Wand eines Hauses, das heißt etwas, was auch später an der gleichen Stelle bleiben wird. Und dann wir messen den Deckel und wir bekommen 2 Werte. Hier könnt ihr sehen, dass wir diese 2 Werte bekommen haben, 0,7 Meter und 4,088 Meter. Das heißt, in 5 Jahren dann, wir wissen, okay, wir müssen von dem ersten Punkt 0,7 Meter gehen und dann von der Wand müssen wir 4,088 Meter gehen und wir wissen, wo der Deckel eigentlich ist. Die zweite Anwendung wäre etwas Ähnliches sein, also wäre etwas Ähnliches und in diesem Beispiel wir können auch mehrere Punkte erfassen in den gleichen Abständen. Das ist hier ein Beispiel, wie das aussehen könnte und die Vorteile sind, wie ich schon gesagt habe, also wir können also mehrere Punkte messen und diese Punkte könnten wir auch später finden. Also diese Funktion ist nicht so klar zum Verstehen auf den ersten Blick. Deshalb ich würde euch empfehlen, unser How-to-Video auf YouTube, das wir letztes Jahr gedreht haben. Das heißt How to Measure Point-to-Line Finding Invisible Landmark. Damit, glaube ich, wird das viel klarer, was man mit dieser Funktion tatsächlich machen kann. Und natürlich, es geht nicht nur um die Punkt-zu-Punkt-Messungen oder Punkt-zu-Linien. Wir haben auch andere Funktionen. Leider, wir haben nicht genug Zeit, über alle Funktionen zu sprechen. Deshalb werde ich hier nur das Wichtigste erwähnen. Ich habe schon erwähnt, dass mit Point-to-Point-Technologie können wir auch 3D-Daten erfassen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Fassade. Wir messen alle Punkte auf der Fassade und wir können später diese Dateien über ein USB-Kabel herunterladen und weiter in CAD-Programm verarbeiten. Dann haben wir sogenannten Tastaturmodus. Dies dient dafür, dass wenn wir viele Messungen durchführen wollen oder müssen,
Dann können wir das Disto mit einem Tablet oder mit einem Handy verbinden und die Messwerten, die Distanzen, die wir messen, werden dann automatisch auf das Handy oder auf das Tablet übermittelt. Dann gibt es auch die Ergebnisberichte. Zum Beispiel, ich möchte drei Zimmer messen oder eine Wohnung messen mit drei Zimmern und ich möchte die Flächen aller Zimmer herstellen. Und dann, ich kann einfach alle Messungen speichern mit einem Bild und auch mit einer CSV-Datei. Und diese kann ich auch über ein USB-Kabel herunterladen. Die letzte Sache, die ich hier erwähnen will, ist die Gästensteuerung. Dies heißt, wenn ich über lange Distanzen messen will, also 100, 200 Meter, dann auch die kleinste Bewegung auf dem Gerät kann die Genauigkeit negativ beeinflussen. Das heißt, wenn ich messe, ich muss nicht gar nicht das Gerät einfach fassen. Ich einfach nur bewege mit dem Hand vor dem Gerät und die Messung wird automatisch ausgelöst. Hier sind unsere Geräte. Wir haben sechs Geräte insgesamt. Disto D1 ist unser Basisgerät mit 40 Meter Reichweite und 2 mm Genauigkeit. Und bei jedem Gerät natürlich steigt die Reichweite und die Genauigkeit wird besser. Diese Geräte sind meistens für einen Einsatz im Innenraum, weil sie über keine Kamera verfügen. Und dann haben wir die Geräte für Innen- und Außeneinsatz. Das sind die neuen Geräte der 5X6. Ihr könnt sehen, dass die Reichweite viel höher ist, bis 250 Meter. Und beide Geräte haben Lithium-Ionen-Akkus. Bei X6 ist das Display auch mit einem Touchscreen ausgestattet, Entschuldigung. Und man kann viele Messungen durchführen, wie zum Beispiel Fläche, Volumen, Höhenprofil, Messen im Bild und so weiter. Für die Punkt-zu-Punkt-Messungen muss man für Distos X3 und X6 auch ein DSD-Adapter haben. Das ist einfach dieses schwarze Adapter. Dieses Adapter hat verschiedene Sensoren und Encoders, die Point-to-Point-Messungen ermöglichen. Und hier möchte ich auch unsere Softwarelösungen erwähnen. Für die iOS- und Android-Geräte haben wir eine Lösung in Form der DistoPlan-App. Wir haben insgesamt sieben Funktionen. Die Basisfunktionen wie Sketchplan und Sketch und Foto sind für jedes Gerät verfügbar, weil alle unsere Geräte über eine Bluetooth-Technologie verfügen. Also Sketchplan, man zeichnet einfach einen Grundriss mit seinem Finger und dann wählt eine Wand, man misst mit dem Disto und dann die Distanz wird automatisch übertragen. Dann haben wir Smart Room. Das ist für die Geräte, die über sogenannten IMU-Sensor verfügen. Einfach man geht entlang des Zimmers und das Disto oder das Gerät erkennt, ob an welcher Seite es gekippt ist und erstellt automatisch einen Grundriss. Und dann gibt es auch die Funktionen, die nutzen das volle Potenzial der Point-to-Point-Technologie. Das sind die vier Funktionen im unteren Teil, Entschuldigung, Measure Plan. Diese Funktion ist für eine Erstellung eines Grundrisses. Dann haben wir Measure Fassade. Das ist hilfreich, wenn die Fassade, wie zum Beispiel in diesem Beispiel, nicht eine regelmäßige Form hat. Dann haben wir sogenannten Airfox. Das ist Funktion dafür vorgesehen, wenn wir einen Volumen haben möchten, für einen Graben oder für ein Fundament. Und dann haben wir Measure 3D,
Mit dieser Funktion können wir beliebige Form messen. Ich möchte erwähnen, dass wir vor 3 Monaten eine ganz neue Funktion auf den Markt gebracht haben und diese Funktion heißt Relocation und dies werde ich auch diesen Beispielen erklären. Hier könnt ihr sehen die Beispieldateien und die Relocation ist ein gutes Beispiel bei dem Measure Plan. Das ist links unten, weil diese Wohnung, das ist tatsächlich meine alte Wohnung und wenn man einen kompletten Grundriss erstellen möchte, dann ohne Relocation ist das nicht möglich. Einfach, man kann nur ein Zimmer messen und nicht alle. Man könnte theoretisch auch den Grundriss in 6 einzelne Messungen durchführen, aber dann man hat 6 einzelne Dateien. Mit der Relocation kann man sich von einem Zimmer bis zu anderen einfach bewegen und kann einfach die ganze Wohnung in einem also Messung Session einfach durchführen. Und sobald man fertig ist, man hat auch viele Exportmöglichkeiten. Hier bei MeasurePlan habe ich die Möglichkeit in Form des PDF Pro Exports angezeigt. Mit diesem Export oder mit diesem PDF bekommt man die Bodenfläche, die Wandfläche und auch alle Distanzen, die man gemessen habe. Bei Measure 3D, hier ist ein gutes Beispiel. Diese Datei ist ein Badezimmer. Das heißt, man kann auch mit einem Disto diese 3D-Dateien erstellen und dann diese Dateien können auch aus EXF oder DWG-Format exportiert werden und sie können auch weiter verarbeitet in einem GET-Programm. Und wir bieten auch eine Lösung für die Windows-Vertriebssysteme an und diese Lösung heißt Disto Transfer. Das Highlight dieser Software ist sogenannten GET-Plugin. Das heißt, ich möchte zum Beispiel hier einen Grundriss dieses Zimmers erstellen. Und ich möchte diese Punkte in Echtzeit in einen Laptop oder in ein GET-Programm übertragen. Das ist mit dem Plugin ganz einfach, weil die alle Messungen, die ich durchführe, dann diese Messungen werden in Echtzeit übertragen werden. Und das ist von meiner Seite alles. Hier könnt ihr sehen die Kontaktangaben. Also die wichtigste hier, würde ich sagen, ist die E-Mail an mich. Deshalb, wenn jemand von euch zusätzlichen Fragen hätte, dann es ist kein Problem. Einfach wendet ihr an mich und ich werde versuchen, die Fragen schnellstmöglich zu beantworten. Meine Kamera will sich nicht. Ja, Herr Dvorak, vielen Dank für Ihren Vortrag. Eine Frage habe ich im Chat noch erhalten, und zwar die Frage, ob man in jeder beliebigen Software die Daten weiterverarbeiten kann. Ja, also die Daten kennen, also wir unterstützen die BricsCAD und AutoCAD. Deshalb in diesen CAD-Programmen können die Dateien weiterverarbeitet werden. Also ja, in BricsCAD, AutoCAD, das ist eine offizielle Unterstützung von unserer Seite. Natürlich, wenn das Programm unterstützt die DWG-Dateien, dann ist es auch möglich, in den anderen Softwarelösungen dies zu verarbeiten. Wir haben ansonsten keine weiteren Fragen und deswegen bedanke ich mich herzlich für Ihren Vortrag und wünsche noch Vielen einen schönen Dank. Tag. Ja, Danke. gleichfalls. Danke.